Letztes Thema für heute, Parameter-Tuning. Jetzt haben wir einen Parameter schon kennengelernt, das war dieser Parameter k in k-nearest neighbor und den erkläre ich jetzt auch nochmal, weil ich nicht davon ausgegangen bin, dass Sie diese Frage stellen. Warum will man denn das überhaupt machen mit diesem k? Und dazu, weil bei den Iris-Datasets, die sind so schön getrennt, die beiden Klassen, ja, da ist also k gleich 1, also einen nächsten Nachbarn zu betrachten, ist völlig okay. Es kann aber auch sein, dass man eine Situation hat, wo man, das sind jetzt Spielzeugdaten, Toy Data, wo ich auch sehe, naja gut, hier gibt es so einen blauen Cluster und es gibt so einen roten Cluster. Das heißt, da gibt es also durchaus hier die Merkmale, unterscheiden jetzt die roten und die blauen irgendwie voneinander. Aber es gibt hier so einen Bereich, wo das so richtig überlappt. Ja? Das ist also so ein Bereich, wo beide sind. Aber tendenziell, wenn ich jetzt hier so von hier rechts oben nach links unten fahre, dann hier überwiegt noch das Rote. Jetzt kommen jetzt zwar ein paar Blaue rein, aber die meisten Punkte hier sind trotzdem rot und irgendwann kippt das und die meisten Punkte sind blau, obwohl ich jetzt hier auch immer noch ein paar rote dazwischen habe. Okay, das ist also hier so ein glatter Übergang. Man spricht jetzt auch davon, dass da Rauschen irgendwie auf den Daten ist. Ja, das heißt also, dieser Punkt hier, der gehört eigentlich hier oben hin, ja, der ist aber mit Rauschen gemessen worden. Weil mein Zollstock so ungenau ist, habe ich halt manchmal so Messungen, die dann zu klein sind. Und dann ist eigentlich ist das Merkmal total gut, das wahre Merkmal, aber meine Messmethode ist so verrauscht, dass ich am Ende hier zwei solche Gauss-Blobs bekomme. Ja. Gut, wenn ich jetzt hier so einen Punkt habe, ja, dann sollte ich besser nicht nur jetzt in dieser Region um diesen roten Punkt herum, also es geht jetzt nicht. Der rote Punkt ist ein Trainingspunkt. Das heißt, es geht um die Region um diesen roten Punkt herum. Das heißt, da wo meine Maus jetzt hin zeigt, da würde ich mit One Nearest Neighbor jetzt ja sagen, ja, das ist ganz klar die rote Region, weil mein nächster Nachbar ist rot. Ja? Auch auf der anderen Seite von dem roten Punkt ist es so. Ja, da bin ich auch immer noch am nächsten an dem roten Punkt. Und da würde ich jetzt sagen, klar, mein nächster Nachbar ist rot, also ist, bin ich auch rot, wenn ich One Nearest Neighbor mache. Okay? Weitere Beispiele, noch ein Beispiel in Blau, noch ein Beispiel in Blau. Die sind also jeweils um, habe ich jetzt hier einen blauen Punkt in der roten Fläche und wenn ich jetzt One Nearest Neighbor machen würde, dann würde ich hier so eine kleine Insel haben, wo ich glauben würde, dass sie zur blauen Klasse gehören. Ja? Und hier genauso, hier bekomme ich eine sehr kleine Insel, ja, die ist auf der rechten Seite ein bisschen größer, aber auf der linken Seite ist die Insel sehr klein, ja? Wo ich auch glauben würde, dass ich blau bin, wenn ich nur One Nearest Neighbor mache. Ja, und deswegen ist es also robuster, wenn ich die Anzahl der Nachbarn auch erhöhen kann. Ja? Aber wie gesagt, hängt von den Daten ab. Auf den Iris-Daten, Setosa gegen Virginica, glaube ich, waren die beiden, Versicolor, Setosa gegen Versicolor, die sind so gut getrennt, ja? Da reicht One Nearest Neighbor. Aber wenn die Daten mehr überlappen sozusagen, dann muss ich mein K größer machen. Ja, also nochmal in Worten, wenn ich also Klassen habe, wo die Features sich überlappen, ist es besser, wenn ich so eine Majority Vote mache, wenn ich also abstimme, wenn ich also sage, ich nehme nicht einen Nachbar, sondern ich betrachte, wer sind denn jetzt hier meine fünf nächsten Nachbarn? Stimmt ihr doch bitte mal ab, welches Class-Label ich bekomme. Ja. Wenn ich das so mache, ist das Ganze viel robuster. Dann würde ich nämlich zum Beispiel für diese Insel, die jetzt rot ist, für One Nearest Neighbor, würde ich dann sagen, ja, such mir doch mal fünf nächste Nachbarn raus und da kommt dann ein roter und vier blaue raus. Und die stimmen ab und da kommt dann immer blau raus. Das heißt, dadurch bekomme ich wieder eine robuste Trennungslinie hier in der Mitte und ich habe nicht mehr diese Inseln. Ja? Das heißt also, wenn ich die Nachbarn erhöhe, ist es unter Umständen hilfreich auf verrauschten Daten. Aber woher weiß ich denn, ob meine Daten verrauscht sind oder nicht? Ja? Wie stelle ich das denn jetzt fest, wenn ich meine 28 mal 28 MNIST-Ziffer nehme in diesem super hochdimensionalen Raum, den ich mir nur auf Partys vorstellen kann, ja, aber wo ich sozusagen gar nicht drauf gucken kann, ob die verrauscht sind oder nicht. Ja, man probiert One Nearest Neighbor aus und guckt sich an, wie gut werde ich dann, möglichst cross-validated, und dann gucke ich mir 3 oder 2 oder 3 oder 4 oder 5 Nearest Neighbors an, 6 oder 7 oder 8, und dann sehe ich unter Umständen, wenn ich die Anzahl der Nachbarn erhöhe, ja, ist meine Performance besser und ich habe weniger Fehler. Und dann kann ich da wieder rückwirkend draus schließen, ah, meine Daten haben wahrscheinlich auch ganz schön Rauschen drauf. Ja? Gut, was gibt es sonst noch für Parameter? Naja, man kann sich die Parameter anzeigen lassen mit dieser Subfunktion getParams. Ja, das ist also eine Subfunktion wie fit und score und predict, die wir schon gesehen haben. Da gibt es eine ganze Reihe von anderen Funktionen auf so einem Objekt. Und das ist jetzt hier wieder unser
Classifier-Objekt, ja, was wir definiert haben, ja, das unbeschriebene Blatt ohne Trainingsdaten. Und das können wir einfach fragen, welche Parameter hast du denn? Ja? Und dann werden hier so eine ganze Reihe von Parametern gelistet. Ja, und der relevanteste Parameter hiervon ist N-Neighbors, die Anzahl der Nachbarn. Woher weiß ich jetzt, dass das der relevanteste Parameter ist? Das liegt daran, weil ich mich mit den Nearest Neighbor so ein bisschen auskenne. Ja? Sonst würde man natürlich nicht darauf kommen, dass die Metric, vielleicht ist sie auch wichtig oder nicht. Ja, die ist auch wichtig, die verändert das auch alles, wenn ich sie abändere. Aber der wirklich relevante Parameter für Nearest Neighbors oder für K oder N Nearest Neighbors ist halt nun mal die Anzahl der Nachbarn. Dann gibt es hier noch so ein paar andere Sachen. Hier unten steht jetzt einfach nochmal das Gleiche, was ich Ihnen auf dem vorhergehenden Slide erzählt habe. Ja, was also der Effekt ist, wenn ich die Anzahl der Nachbarn erhöhe. So, wie kann ich jetzt in Sklearn diesen Parameter automatisch einstellen? Ja, wir wissen schon, wie man ihn von Hand einstellt. Wir machen einfach eine For-Loop über diesen Parameter und rechnen uns die ganzen Scores aus. Und dann können wir irgendwie in der Tabelle gucken, wann war der Score am niedrigsten. Das ist der, den ich nehme. Ja, dann nehme ich den Parameter. Aber wir können es auch automatisch machen. Und dazu geben wir so eine Art Wertebereich vor. Ja, die Variable heißt jetzt params. Da gebe ich also für diesen nearest neighbor, für den n neighbors, gebe ich jetzt also einen Wertebereich von 1 bis 10 an. Das ist jetzt eine beliebige Wahl. Ich hätte da jetzt auch irgendwas anderes hinschreiben können. Und die Notation hier, das ist dieses Dictionary, was immer schon mal aufgetaucht ist. Das ist sowas Ähnliches wie eine Liste, ja, aber was anderes. Ja, also jetzt nicht eine Liste, sondern so eine andere Grunddatenstruktur in Python. Und zwar eine, ja, die funktioniert wie ein Wörterbuch. Ja, da gibt es also immer einen bestimmten Key, ja, wie in einem Wörterbuch, wo Sie das Wort Hello nachschlagen wollen. Dann schlagen Sie die Seite mit Hello nach und dahinter steht dann was. Ja, und eine Dictionary-Datenstruktur funktioniert genauso. Ja, das ist also sozusagen das Schlüsselwort, N-Neighbors. Da steht dann aber dahinter nicht die Übersetzung ins Deutsche dahinter, sondern dahinter steht jetzt eine Liste mit Zahlen. Okay? Aber von Prinzip her funktioniert das ganze Ding wie ein Dictionary. Das könnte auch noch mehr Wörter enthalten als jetzt nur dieses eine Wort. Da kann ich also ganz viele Wörter reinschreiben. Und hier hinten müssen auch nicht Listen stehen, da können auch Zahlen stehen. Da dürfen auch Wörter stehen auf Deutsch oder sonst wie, aber nicht zwingend. Das ist also ein Dictionary. Warum nehme ich jetzt hier ein Dictionary? Na, das liegt halt daran, dass diese Grid Search cross-validated, die ominöse Funktion, die wir gleich benutzen werden, die will halt unbedingt ein Dictionary haben. Ja, wenn ich das jetzt im Detail nicht verstehe, mache ich halt Copy und Paste aus meinem Beispiel. Ja, und dann funktioniert es. So, was ist jetzt diese Grid Search Funktion? Gut, die macht einfach Folgendes. Sie nimmt sich so einen Classifier, in diesem Fall den KNN-Classifier, und zwar einen untrainierten, ja, der also noch nicht trainiert wurde. Und die Liste der möglichen Parametereinstellungen, die ich also ausprobieren möchte, ja, und macht jetzt eine sogenannte Grid Search. Grid Search heißt jetzt hier einfach nur, alle möglichen Parameter, die gelistet sind, systematisch ausprobieren. Okay? Und wenn ich das gemacht habe, dann, also damit stelle ich das Ding sozusagen, erzeuge ich mir dieses ERS-Objekt. Ich muss dem jetzt ja auch noch meine Daten füttern. Und das mache ich wieder mit der Funktion fit, dass ich dem diese Trainingsdaten also übergebe. Und anschließend mache ich keinen Score, sondern ich suche mir, habe dann noch eine andere Sache, die ich abfragen kann, zwar Best Params. Dann gibt er mir also die Antwort, Number of Nearest Neighbor gleich 4 war der beste Parameter. Das Ding hat er jetzt also den kleinsten Fehler. Ja, also mit dieser Funktion Grid Search CV kann ich also automatisiert den besten Parameter rausfinden. Man kann sich jetzt noch fragen, wenn ich jetzt hier zwei Parameter gehabt hätte in meinem Dictionary, was bedeutet denn dann Grid Search? Ja, dann Grid bedeutet irgendwie sowas, so eine Kästchenstruktur, wie auf so einem quadratischen Papier. Da werden also systematisch alle Kombinationen ausprobiert. Nehmen wir mal an, Number of Nearest Neighbors geht von 1 bis 10. Und dann haben wir noch irgendeinen anderen Parameter, der da stand, P oder sowas. Und P haben wir gelistet 0, 0,1, 0,2, 0,3, 0,4. Dann würde jetzt diese Grid Search CV alle Parameterkombinationen ausprobieren und uns am Ende sozusagen das beste Parameterpaar zurückliefern, was also den niedrigsten Fehler gehabt hat. Deswegen heißt das Ganze Grid Search. Ja, mit systematically meine ich also, alle Kombinationen von den gelisteten Parametern werden ausprobiert. Okay? Gut, wenn ich das gemacht habe, habe ich hier so ein Dictionary wieder, so eine komische Datenstruktur kriege ich auch zurück, wo der beste Parameter drinsteht. Das ist jetzt ganz praktisch, weil wieder mit so einer ganz seltsamen Notation, Doppelsternchen, ja, kann ich so ein Dictionary einer Funktion übergeben und damit wird dieses Dictionary ausgepackt
und zu Argumenten von dieser Funktion. Das muss uns jetzt nicht so im Detail interessieren. Praktisch für uns heißt das nur, damit erzeugen wir uns jetzt einen K-Nearest Neighbor Classifier, der genau diese besten Parameter benutzt. Ja, wir rufen also diesen Konstruktor mit diesen besten Parametern auf und erzeugen uns damit also den bestmöglichen Classifier mit der besten Parametereinstellung. Ja, wir sehen also, wir haben das jetzt hier in zwei Schritten gemacht. Zunächst mit der GridSearch CV haben wir uns jetzt also die besten Parameter irgendwie erzeugt und die benutzen wir dann und in diesem Fall wollen wir sie nochmal unabhängig scoren aus der Neugier heraus. Wir könnten jetzt auch einfach auf allen Daten dann trainieren sozusagen und dann hoffen, dass dann wieder der Botaniker aus dem Garten kommt und uns neue Daten liefert, auf denen wir das dann ausprobieren. Gut. Support-Vector-Maschine, ja, ich habe immer noch nicht erklärt, wie das Ding genau funktioniert, aber wir können die Funktion getParams natürlich auch darauf anwenden und da gibt es noch eine ganze Reihe mehr Parameter, wie wir sehen. Ja. Und da sind sogar mehrere von denen, die richtig relevant ist. Dieses C ist total relevant, das C sieht zwar relativ unscheinbar aus, ist aber einer der super relevanten Parameter. Das lernen Sie in der Vorlesung Machine Learning, was dieser Parameter bedeutet. Ist aber einer, an dem man viel einstellen kann. Oder dann gibt es irgendwie den Kernel, ja, den Kern, den kann man auch einstellen, einen Parameter Gamma und so weiter und so fort. Entsprechend könnte man dann ein komplizierteres Dictionary definieren mit mehr Parametern. Ja. Und jetzt in diesem Fall gibt es zum Beispiel drei Werte, die dieses Ding haben kann, dieser Kernel. Und hier hinter steht jetzt so was Komisches. Ja, das erkläre ich Ihnen gar nicht im Detail, aber was dahinter steht, ist im Prinzip eine Wahrscheinlichkeitsverteilung. Das heißt, ich gebe jetzt nicht einen Wertebereich an für Gamma, sondern ich gebe Ihnen eine Wahrscheinlichkeitsverteilung an, von der wir dann würfeln können. Ja, von der können wir samplen. Das ist wie wenn Sie eine Gauss-Verteilung haben mit Mittelwert 0 und Varianz 1 oder sowas, dann können wir davon Zufallszahlen erzeugen, die liegen dann immer so um die 0 herum und mit der Streuung 1. Und genauso gibt es andere Verteilungen, in diesem Fall Exponentialverteilung, von der können wir auch Zufallszahlen erzeugen, die bestimmte Eigenschaften haben. Gut, warum ist das jetzt irgendwie toll? Ja, es gibt noch diese andere Art. Es gibt einmal die GridSearch CV und dann gibt es aber auch noch die Randomized Search CV. Ja, und die ist eigentlich noch toller. Ja. Das heißt, wenn Sie die also zum Laufen bringen und das hier irgendwie sinnvoll hier zufügen, dann ist es eine bessere Methode als diese GridSearch CV. Ja. Aber das Nette hier wieder ist, der Aufruf ist letztendlich dann analog. Sie haben auch wieder diesen Classifier, Sie haben die Parameter-Dictionary und dann bekommen Sie die besten Parameter und können sich so Ihren besten Classifier erzeugen. Ja. Alles relativ gleich immer. Ja. Gut. Die Randomized Search hat halt Vorteile, wenn man viele Parameter hat. Ja, aber da gehen wir jetzt nicht ins Detail. Gut, soweit so gut. Ich hoffe, Sie haben so ein bisschen jetzt verstanden, was Machine Learning ist. Ja, eine Ansage, wir haben nur über Klassifikation geredet. Es gibt noch andere Szenarien wie die Regression, die ich kurz erwähnt habe. Aber für jedes Szenario gibt es dann immer eine ganze Reihe von Algorithmen. Dadurch, dass wir tolle Toolboxen haben, kann man die relativ einfach ausprobieren. Ja. Und man muss nicht jedes Detail verstehen, um da sozusagen reinzugehen. Was Sie aber heute mitgenommen haben sollten, ist, dass man also, wenn man seinen Classifier mit einer Dataset evaluieren möchte, muss man seine Daten zunächst in Training und Test splitten, auf den Trainingsdaten trainieren, auf den Testdaten testen. Das ist also eigentlich die wichtigste Information von heute. Und der Rest sozusagen, den wir gesehen haben, der baut dann darauf auf.